Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum zweiten Teil der kleinen Videoreihe über Männerkarten. Heute möchte ich mit euch gerne so eine Hemdkarte basteln mit gefalteter Krawatte. Das zeige ich euch dann, wie man die faltet. Ich habe das auf einen weißen Kartstock geklebt. Die Karte ist, glaube ich, 19 x 14 cm groß, ohne dieses Ding. Also nur der Rohling sozusagen. Da würde ich sagen, starten wir mit dem Falten der Krawatte. Da habe ich jetzt einmal dieses Motivpapier genommen. Das ist aus einem von diesen kleinen Actionblöcken hier. 15 x 15 cm. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Und zwar fangt ihr an und faltet das erst einmal zu einem Dreieck. Möglichst genau falten, dann sieht die Krawatte später auch gut aus. Dann macht man das wieder auf und faltet die Karte nochmal. Also, wir haben sie gerade so gefaltet, dann dreht man das Papier und faltet noch einmal so zu einem Dreieck. Dann legt man das Papier so hin, dass eine Ecke zu einem zeigt und faltet die beiden seitlichen Ecken bis zu dem Mittelpunkt. Den findet man ja jetzt durch das Falten eben sehr gut. So. Und diese Seite auch in die Mitte falten, dass sich die beiden Spitzen in der Mitte treffen. So, jetzt sieht das Ganze so aus. Und dann falten wir nochmal auf diesen Seiten. Und zwar falten wir die Seiten bis zu der Mittellinie. So. Und diese Seite auch. Dann sieht das Ganze so aus. Als nächstes falten wir diese Spitze, die von uns weg zeigt, hier rein. Und das Ganze auch wieder möglichst genau. Bei mir ist es jetzt ein bisschen schräg. So, genau. Also diese Spitze hier reinfalten. Dann drehen wir das Ganze um. Und wir haben hier diese Faltlinie noch, diese Knicklinie, diese mittlere vom Anfang, als wir uns die Dreiecke gefaltet haben. Und bis zu dieser Linie knicken wir jetzt das obere Ende um. Ich nehme da jetzt auch nochmal das Falzbein, dass das richtig schön gefaltet ist. Dann falten wir dieses Stück wieder nach oben, aber nur ein Stückchen. Ungefähr so. Auch gerade. Ziehe ich auch nochmal nach. Es muss dann von der Seite ungefähr so aussehen. Da muss so ein leichter Versatz drin sein. So sieht ja noch keine Krawatte aus. Also falten wir das, drehen wir das Ganze nochmal um und falten jetzt diese typische Krawattenform. Da falten wir das Ganze so bis hier unten zu der Spitze einmal so schräg um. Dasselbe machen wir auf dieser Seite auch. Möglichst gleichmäßig, damit die Krawatte nachher ordentlich aussieht. So. Jetzt fahre ich auch mit dem Falzbein nochmal nach. Jetzt haben wir ja hier diese Lasche. Die drücken wir platt und gleichzeitig formen wir hier oben. Das wird einmal schräg hochgefaltet.
Also die platt drücken. So. Und schon haben wir eine schöne Krawatte gefaltet. Die legen wir jetzt zur Seite. Jetzt machen wir das Hemd. Da habe ich, wie gesagt, einmal diese Karte, die ist 19 x 14 cm groß. Da habe ich weißen Cardstock gefaltet und aufs passende Maß zugeschnitten. Das ist der Kartenrohling. Dann habe ich hier meinen Motivkarton. Das wird jetzt ein gepunktetes Hemd. Das ist auch 14 cm breit. Und hoch ist es genau 3 cm länger. Also hier. Das sind, die Karte ist 19, das ist also 22 hoch. Das wird der Kragen. Und zwar, ich habe mir das hier schon eingezeichnet, müsst ihr dann 3 cm von der Höhe abmessen. Und ich habe jetzt, das ist 14 cm lang, ich habe jetzt auf jeder Seite 3,5 cm eingezeichnet. Und genau diese 3,5 cm, die schneide ich jetzt mit der Schere ein. Die wird nämlich später zum Kragen gefaltet. So, einmal auf dieser Seite und einmal auf dieser Seite. Jetzt ist natürlich bei diesem Motivkarton so, hier vorne diese blauen Punkte möchte ich. Der Kragen wird aber ja später umgeklappt und die lilanen möchte ich nicht. Kann man natürlich auch machen, hat bestimmt auch eine interessante Optik, möchte ich aber nicht. Und dann habe ich das so gemacht, dann habe ich mir hier nochmal einen Streifen aus dem Papier ausgeschnitten. Und der ist 3 cm x 14 cm lang. Und den klebe ich mir jetzt hier auf die Rückseite, damit ich von vorne dann dasselbe Muster auf dem Hemdkragen habe. Das mache ich mit der Kleomaus. So. Möglichst genau. Ich hoffe, ihr seht das. So. Und jetzt legt man sich das vor sich hin und faltet den Kragen so, wie man ihn später möchte. Ich rate, beide Seiten gleichzeitig zu falten, damit es auch gleichmäßig ist. Am besten so, dass die sich hier fast in der Mitte treffen. So, das ziehe ich auch nochmal mit dem Falzbein nach. Und schon haben wir den Kragen. Hier ist es jetzt ein bisschen verrutscht. Hier haben wir jetzt den lilan. Die lilanen Punkte sieht man jetzt ein bisschen, die schneide ich einfach einmal ab. Weil, wie gesagt, die möchte ich nicht. Genau, das ziehe ich nochmal nach. Und dann haben wir schon den Kragen und da kommt dann die Krawatte mit drauf. So ein bisschen, man muss sich vorstellen, hier ist der Halsausschnitt. Die klebe ich hier mit hin. Dazu nehme ich Flüssigkleber, weil die hier hinten halt so ein bisschen dicker ist durch die Faltung. Sieht einfach besser aus. Also es hält einfach besser, wenn man die mit Flüssigkleber festmacht. Klebe ich jetzt hier zwischen. Ich darf jetzt erstmal ein bisschen anziehen. Dann habe ich mir aus demselben Motivkarton nochmal ein kleines Viereck ausgestanzt. Kann man natürlich ausschneiden oder so einen Halbkreis nehmen. Das wird die kleine Hemdtasche. Die habe ich mir mit Edding nochmal schwarz umrandet, damit die sich ein bisschen abhebt, weil ansonsten sieht man die einfach nicht auf diesem Karton. So, wenn die Krawatte hier ein bisschen angetrocknet ist und klebt, dann bringe ich noch diese kleine Hemdtasche auf, was ich euch gerade erzählt habe. Das mache ich auch einfach mit ein bisschen Flüssigkleber.
So, schwupps, war das Hemd eine Tasche. Und dann bringt man das Ganze noch auf den Kartenrolling auf. Und dann ist die Karte auch schon fertig. Ich finde das total klasse. Aber wie gesagt, das wollte ich euch in einem extra Video zeigen, wie man diese Krawatte dann auch faltet. Das wäre einfach zu viel, wenn ich euch die ganzen Karten zeige in einem Video. Und dann diese Falttechnik, da wird das Video ja ewig lang. So kann jeder entscheiden, welches Video möchte ich sehen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr alle meine Videos gerne seht. Aber ich möchte natürlich, dass es auch Spaß macht und nicht irgendwie zu lang wird und zu nervig. So, und dann ist diese Karte auch schon fertig. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und freue mich mit euch aufs nächste Mal. Tschüss!